du bist da, ich bin hier. Hör mir zu, ich kann nicht mehr. Bleib bei mir, ich will nur dich. Du bist ein Traum. Ich bin hier, du bist da, will nur dich. Komm nicht klar, bleib bei mir. Mein Baby, du bist ein Traum. Du bist ein Traum, doch nicht für mich, sondern für ihn. Denn du liebst mich nicht. Dann was soll ich tun, damit ich dir gefall? Kann ich mehr, ich zieh dich über. Na, wo ist er? Alles gut? Ja, bei dir? Auch, danke, danke. Das ist schön. Was machst du so? Oh, ich bin mal wieder in Hamburg. Ja. Mit meiner Freundin. Ja. Wir haben ein bisschen Haus. Geht's euch gut für euch beide so? Wunderbar. Und wie geht's dir? Ja, geht so. Ich habe ein bisschen Stress. Mir geht's nicht so gut. Glückmäßig. Ja, es geht so. Er macht momentan ziemlich heftig den Macker und es geht noch nicht so. Okay. Ja. Aber warum ich dich angerufen mache, die Zeitung von Holger. Ja. Ich kann eigentlich schon sagen, die gehört nächste Woche mir. Kaufst du die ab oder was? Ja, ja, weil Holger will die wohl nicht mehr haben. Hat denn, ich weiß ja, dass deine Freundin Reihe ist, aber hat sie so viel Geld? Ja, ja, das ist für die Pina. Okay, gut. Das ist schön. Ja, genau. Und warum ich dich angefangen habe, ich möchte, dass du die Zeitung dann leitest. Ich bin nicht der Typ dafür. Guck mal, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Referenz, ich habe gar nichts. Ja, guck mal, ich will dir nichts Schlechtes tun damit. Da, wenn du mich jetzt nimmst, ich glaube nicht, dass ich in den Gewinnbereich rufe. Ich glaube, das lernst du ganz schnell. Du bist dann halt quasi mein Vorgesetzter, aber der Chef von den anderen. Und das wird mir eigentlich ganz gut passen. Ja, das ist. Es tut mir leid, aber das ist, an sich passt das schon nicht, weil ich will noch ein bisschen Geld sparen und dann wollte ich eigentlich jetzt demnächst eine Weltreise antreten. Wahrscheinlich entweder Weltreise oder Abenteuerreise, ich bin mir noch nicht sicher. Ich hatte das schon länger geplant und mir geht hier alles in Hamburg auf den Sack. Okay, also wenn, ich habe das bist du mitbekommen mit Sandra, wenn es daran liegen sollte, dann kannst du ruhig mitnehmen. Nein, meine Sandra und ich sind ja nicht mal mehr zusammen und... Okay. Kannst sie gerne einstellen, statt mich nimm sie. Also sie ist viel, viel besser für sie hat Erfahrung in allem. Aber ich war immer ein Lakai, was soll ich denn dazu sagen? Ich habe nie was geführt, großartig. Ich ist nicht böse gemeint. Nee, nee, wie gesagt, nimm lieber Sandra. Ja, das ist besser. Weltreise, warum wolltest du denn die beginnen? Ich wollte so in 2-3 Monaten, wenn ich ein bisschen Geld zusammengekratzt habe, beginnen und dann nebenbei unterwegs irgendwo immer ein bisschen arbeiten und sowas. Ich werde wahrscheinlich ein Jahr weg. Okay. Dann kann ich dir ein anderes Angebot machen. Du, ich zahle dir die Weltreise und du lässt es dir nochmal durch den Kopf gehen und dann kannst du morgen früh abhauen. Wie, du zahlst mir die Weltreise? Ja. Hä, womit? Also, was willst du dafür haben? Du gibst mir ein Versprechen, dass du sagst, okay, alles klar, ich fliege dann für morgen dann los und lässt es dir nochmal durch den Kopf gehen. Neue Herausforderung. Weil das mit Felix funktioniert anscheinend momentan eh nicht. Du wirst dein eigener Boss. Lass es dir einfach durch den Kopf gehen. Und dann kannst du morgen früh loslegen. Das kann ich Felix gar nicht antun. Das ist doch, ich weiß nicht, so ein Arsch spielt doch gar nicht. Das hat ja nicht mit Arsch zu tun. Du sagst einfach, dass du mal ein bisschen Pause brauchst. So. Und ich denke, das ich brauchte mindestens einen Monat Zeit. Überleg es dir einfach. So, ich will dich da jetzt von der Druck setzen. Hast du überhaupt so viel Zeit zur Verfügung? Ja, ja, klar. Echt? Ja, gut. Vielleicht bist du ein bisschen länger in Hamburg. Wir gucken uns ein paar Häuser jetzt an. Und lass es dir durch den Kopf gehen einfach. Jetzt hast du mich ganz verwirrt, Alter. Ah, Mann. Okay? Ja, ist okay. Mach dir noch einen schönen Tag. Mach ich. Und lass dich nicht so ärgern von Felix. Ja, es ist ja nicht nur Felix, das ist auch meine Freundin. Ich wüsste, wir würden eine Weltreise gut kommen. Ja, ja. Mal andere Gedanken und genau. Bis dann wieder. Ich danke dir. Mach mir so. Das ist echt Hammer von dir. Mach mir schon Tag. Wir sehen uns. Auch rein. Oh Mann, jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Pascal will mir einfach mal eben so richtig viel Kohle geben, damit ich eine Weltreise machen kann. Aber irgendwie kann ich das gar nicht glauben. Und das ist so schnell, also dann würde es ja gleich spätestens einen Monat losgehen. Und ich wüsste ja gar nicht, wie ich da zu Felix sein sollte. Ich meine, wie soll ich mit ihm reden drüber? Wie soll ich ihm das erklären, dass ich dann auf einmal weg bin? Ich muss ja irgendwie mal gucken.
Vielleicht kann mir Julia weiterhelfen. Ja, komm rein. Was gibt es denn überhaupt? Ja, setz dich doch. Ich bleib stehen. Das dauert sicher nicht so lange, oder? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, warum ich dich gebeten habe, herzukommen, ist... Sag mal, kannst du irgendwie mit Emmo noch mal reden? Warum soll ich da mit Emmo reden? Ja, du bist doch so lange mit ihm befreundet. Ja, klar. Und es scheint ja hier alles geregelt zu sein zwischen euch. Was gibt's da noch zu reden? Was heißt hier geregelt? Der ist einfach abgehauen. Gibt da sicherlich einen Grund für, oder nicht? Ja, Streitereien, das ist, ne? Streitereien? Ich glaube, das ist keine Streiterei. Du hast ihm verheimlicht, dass das Schreiben gekommen ist, dass er nicht der Vater ist. Hätte ich genauso gemacht wie er. Was spielst du dich jetzt bitte auf? Was spiele ich mich denn bitte auf? Es ist einfach, das ist eine Tour von dir. Ja gut, ich kenne ihn nicht anders, aber was ist das für eine Aktion? Und dann bestellst du mich hierher und sagst, ach, kannst du mal mit Emmo reden, kannst du das mal regeln? Ach, das glaubst du doch ganz ehrlich nicht, dass ich das mache, oder? Das ist jetzt dein Ernst, oder was? Ja, natürlich ist mein Ernst. Ich bin glücklich, dass er endlich mal darauf gehört hat, sind wir hier zu verpissen und seine Sachen hier abzuholen. Ach so ist das. Ja, ganz ehrlich, was erwartest du denn eigentlich? Du bescheißt ihn mit irgendeinem Test, was vorher klar war, dass er nicht der Vater ist. Vor allem geht dich das wohl ein Scheißdreck an. Das geht mich gar nicht Scheißdreck an. Ja, sicher geht dich das. Emmo ist mein bester Freund, also pass. Was willst du von mir, ganz ehrlich? Du stehst hier und sagst, ach, helf mir doch bitte mal, aber du bist doch diejenige, die ihn verarscht hat. Das ging doch schon vor diesen 6-7 Jahren los, als ihr das letzte Mal zusammen wart. Du verarschst ihn in einer Tour. In einer Felix, Tour. Felix, ganz im Ernst, es geht dich einen Scheißdreck an. Es geht mich gar nicht einen Scheißdreck an. Ja, sicher. Ich möchte gerne, dass es ihm gut geht. Deswegen ist es sehr effektiv gewesen, dass er mal dir diesen Finger gezeigt hat und hat gesagt, hol die Sachen ab. Ganz einfach. Und ich weiß auch gar nicht, was wir noch weiter darüber reden wollen. Aber das... Fällt mir jetzt gerade nicht zu ein, ganz im Ernst. Wieso fällt dir denn nicht zu ein? Wir sind doch jahrelang gut miteinander ausgekommen. Warum bist du denn... Warum sind wir denn gut miteinander ausgekommen? Warum wohl? Weil ich das Emmo zuliebe getan habe. So sieht's nämlich mal aus. So sieht's nämlich aus. Kleiner linker Hund. Das heißt, du hast damit was zu tun, oder was? Was heißt, ich habe damit zu tun? Ich hab ihm guten Rat gegeben. Einen guten Rat habe ich ihm gegeben. Aber es ist ja nicht nur so, dass du Emmo verloren hast, sondern ich glaube, es ist auch gar nicht so weit weg, dass du bald keinen Job mehr hast. Aber erst setzt du dich dafür ein, dass ich einen Job wieder kriege und jetzt so, oder was? Ja, das hat er heute verkauft. Oder wusstest du das nicht? Nee, das ist bei mir noch nie angekommen. Gut, aber um es auf den Punkt zu bringen, ich werde dir sicherlich nicht helfen mit Emmo, weil ich bin sehr froh, dass er hier abgehauen ist. Und ich bin auch, muss ganz ehrlich sein, ich bin sehr froh, dass ich mit dir jetzt nichts mehr zu tun habe, weil du bist mir schon immer auf die Eier gegangen, jahrelang. Sag mal, was bist du eigentlich für ein Arschloch? Ganz im Ernst. Tschüss. Vollidiot. Holger. Pascal. Angebot bekommen? Angebot bekommen habe ich schon mal überflogen, so leicht locker, aber ja. Steht fest, ne, wir beide. Da steht noch gar nichts verschieden. Das tut mir leid. Also ich habe noch ein Angebot aus Amerika. Ja. Mit denen habe ich, also mit der Tochter habe ich bereits erfahren und getreten. Ja. Ich muss noch mal schauen, was ich da so rausholen kann. Ihr wollt sie alle haben, das ist ja merkwürdig. Das ist ja, nicht schlecht, ne? Es ist fantastisch, ja. Okay. Wie viel bietet er denn? Ja, er bietet eine Summe, ja. Das heißt? Ja, er bietet eine Summe, ne? Also, okay. Nochmal klar zu unterstreichen, wie wichtig mir das ist, dass ich diese Firma bekomme. Okay. 500.000 Euro mehr als der andere. Egal wer da noch bietet, 500.000 mehr biete ich und dann machen wir das fest. 500.000? Egal, was der Ami sagt. Ist mir scheißegal. Geld ist gar kein Problem. Das habe ich dir schon letzte Woche gesagt. Ja. Okay, dann werde ich mir mal die E-Mail doch mal genauer durchlesen, was du mir da geschickt hast. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht hast du noch irgendwo was versteckt. Bei dir weiß man das ja nicht. Ne? Ja. Und dann kriegen wir das hin. Also wenn du möchtest, kannst du auch noch dann mein Angestellter bleiben. Nein, danke dir. Ich bin versorgt. Ja. Alles gut, alles gut. Na gut. Also meldest du dich dann bei mir? Ja, kriegen wir hin. Mehr. Ja. Wie gesagt, ich guck's mir durch und dann 500.000 mehr. Ja, 500. Ja. Was machst du denn noch? Jetzt muss ich lesen. Okay. Ganz kräftig. Wie sagt Holger? Meld dich? Ja. 500.000 mehr und dann ist es meine Zeitung. Okay. Mach dir einen schönen Tag, Holger. Ja. Ciao. Ciao.
Ja, Leute, 500.000 mehr von Pascal. Das ist ja ein Traum, ne? Oder eben ein Küken. Also ich weiß nicht, das Ding ist sowieso nach 2-3 Monaten ein Dutt, wenn ich das verkaufe. Eigentlich auch egal, nur Pascal hat ein bisschen mehr Erfahrung, denke ich mal, in der Sache. Und ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen, aber das sieht schon ganz gut aus für einige Personen. Ja, genau. Tschö. Benam eigentlich. Eigentlich wollte ich mich mit dem auch nochmal unterhalten. Benam ist, glaube ich, unterwegs. Also er hat mir nicht gesagt, wo. Aber Anna, hast du noch nicht mal Anna oder was? Deine Fähre oder was? Hast du schon wieder Besuch? Meine Cousine Felix. Ach so. Hi. Na, Annika. Alles klar? Ja, geht so. Über euch? Ich wollte, ja, ganz gut. Pass auf. Sag mal, wie sehr hast du das eigentlich bei Holger verkackt? Ich habe wirklich alles versucht. Ach so, Entschuldigung. Deine Cousine, das ist doch... Ach, das ist die, wo du gesagt hast, wegen Job und so. Ja. Ah, ist das der Felix? Ja, das wird aber leider nichts aus dem Job. Bedanke dich gerne bei Anna. Wieso? Hat sie nicht die Bewerbungsunterlagen weitergeleitet? Sie hat Bewerbungsunterlagen? So, ja. Nee, eigentlich hatten wir einen Deal, aber die hat sie kräftig in den Sand gesetzt. Der hat bei mir angerufen, der Holger, und hat sich über mich lustig gemacht. Haha, das war bestimmt eine Aktion von dir, dass die Anna, dass ich bei der Anna war und die hat mir irgendwelche Scheißgeschichten erzählt. Sag mal. Ich hab doch nie zu dir gesagt, dass es klappt. Ich hab gesagt, ich versuche mir. Du hast zu mir gesagt, oh, ich bin so ein schauspielerisches Talent, ich werde ihn schon mit mir Finger wickeln. Und muss mir so eine Scheiße am Telefon geben. Oh, mein Redakteur, der Pascal, der hat jetzt ein tolles Angebot für mich und der kauft die Zeitung. Ja, ich brauch die Zeitung! Hast du bei mir auch weiß, ich kann vielleicht auch nochmal mit ihm sprechen? Mit ihm sprechen? Du hast irgendwas, so eine Scheiße erzählt mit deinem Vater. Daily News! Ich musste doch irgendwie improvisieren. Weißt du, was du musstest? Dass ich hier alles fertig auf dem Tisch liegen habe, nur noch meine Unterschrift ersetzen muss, dass ich die Zeitung kriege. Und jetzt stehe ich da wie der letzte Depp! Ja, und ich hab keinen Job und keine Wohnung. Nee, ey, weißt du, verlass ich mich einmal auf dich. Merkst du eigentlich, dass du von allen das Leben kaputt machst mit deiner Scheiße? So zum Abgöbeln, diese Kotze. Ich hab mich echt auf dich verlassen. Ich hätte jemand anders fragen sollen. Auf keinen Bock, ey. Tut mir leid für dich, aber das ist Wahnsinn, ey. Anna, stimmt das, was er gesagt hat? Dass ich jetzt deinetwegen den Job nicht krieg? Nur weil du nicht einfach die Bewerbungsunterlagen gibst, sondern irgendwelche krummen Sachen machst? Nein. Versprechungen machst wieder, so wie bei mir? Du hast mit ihm genau dasselbe abgezogen. Du musst dich echt nicht wundern, wenn du irgendwann hier ganz alleine bist. Und Benam wird auch nicht merken, was du für eine bist. Ganz ehrliche, richtig große Scheiße, ey. Ich hab mich einmal auf sie verlassen und was ist das Ende vom Lied? Ganz großer Mist und dann die Cousine noch. Hat sie schön Job versprochen. Die Frau ist so geisteskrank. So sind wir wieder irgendwelche Treue-Tests machen. Peinlich. Ja, ich wollte. Ich brauche nicht lange. Ja, wollen wir nicht nochmal reden? Ich will gar nichts. Hier, dein Schlüssel. Bitte schön. Und jetzt? Ja, aber ganz im Ernst, lass uns doch nochmal reden. Was willst du mit mir reden? Hast du irgendwie das nicht geschnallt oder was? Geht dir irgendwas verloren im Kopf, dass du immer wieder versuchst, mit mir zu reden oder was? Ja, was ist am Reden so schlimm? Weil es nichts. Es bringt einfach nichts. Es bringt nichts. Du diskutierst mit mir, redest mit mir, am Ende ist genau das Gleiche. Du änderst dich nicht. Das weißt du doch gar nicht. Du probierst das nicht aus und kannst es nicht wissen. Wie war das damals? Wie ist es heute? Genau gleich. Ja, es war ein großer Fehler von mir. Ich kann es leider nicht ändern, aber... Aber genau dasselbe machst du doch jetzt auch wieder. Wieder Heimlichkeiten,
wieder irgendwelche Sachen, die mir nicht gesagt wurden, statt mal einfach zu vertrauen. Ist das ein Problem für dich oder was? Ich weiß nicht, ob du das witzig findest oder ob du irgendwelche, weiß nicht, ob du hier irgendwas kaputt hast und das unbedingt machen musst. Zwingt dich jemand zu irgendwas? Ich weiß doch selber nicht, warum ich das gemacht habe. Das ist doch nicht normal. Du solltest dir mal irgendwie Hilfe suchen gehen oder so. Aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Habe ich das verdient? Nein. Habe ich irgendwas Böses getan? Nein. Also, was bringt das? Das kann doch nicht jetzt einfach vorbei sein. Kannst du mir gefallen tun? Kannst du mir einfach Ruhe lassen? Geht das? Kannst du den Schlüssel behalten und mich einfach Ruhe lassen? So einfach. Ruf mich nicht an. Mangalam, Mangalam, Om Mangalam, Mangalam, Om Mangalam, Mangalam, Om Mangalam, Mangalam.